Príjemný podvečer, dámy a páni. Dovoľte mi privítať vás na 5. ročníku Košických Hanusových dní Mestského kultúrno-akademického festivalu, ktorý už 5. krát organizujeme v Košiciach. Tentokrát kvôli pandemickej situácii len takto virtuálne z nášho štúdia, ale nemenej šťastní sme z toho, že ste si nás naladili, že nás pozeráte a zároveň sme šťastní, že o malú chvíľku budete si môcť vypočuť jedného z našich hlavných speakerov alebo hlavných rečníkov nemeckého kardinála Müllera. Ešte predtým mi dovolte na úvod povedať pár slov, keďže moja nemčina nie je až taká dobrá, tak budú to slova v slovenčine. Košické Hanusové dni a jeho online verziu a jeho klasickú prezenčnú verziu organizuje spoločenstvo Ladislava Hanusa alebo SLH, čo je katolícke akademické spoločenstvo, ktoré je otvorené pre všetkých ľudí hľadajúcich pravdu. Zapojiť sa do neho môžete aj vy a môžete tak urobiť prostredníctvom formačno-akademického programu, ktorého absolvovaním sa stávate automaticky členom SLH. Prihlásiť sa na náš program môžete prostredníctvom internetovej stránky slh.sk. V najbližších týždňoch plánujeme spustiť košický semestrálny program a zároveň online semester, do ktorého sa môžete prihlásiť bez ohľadu na to, kde sa na Slovensku nachádzate. Ak sa prihlásite do 31.12., tak vás čaká zvýhodnená cena, teda môžete sa prihlásiť za zvýhodnených podmienok. Určite vám to odporúčame. Je to naozaj semestrálny program, ktorým je dobre prejsť. Chcel by som poďakovať hlavným partnerom. Hlavnými partnermi nášho festivalu sú Fond na podporu umenia, ktorý podporil naše podujatie z verejných zdrojov. Takisto je náš festival spolufinancovaný dotáciou od Košického samosprávneho kraja. Rovnaká vďaka patrí aj nášmu hlavnému mediálnemu partnerovi, ktorým je konzervatívny denník Postoj, takisto aj všetkým našim partnerom a podporovateľom. Do diskusie sa môžete zapojiť aj vy. Môžete tak urobiť prostredníctvom aplikácie Slido alebo web stránky Slido. Ak si kliknete slido.com a zadáte kód KHD20, tak sa môžete dostať do miestnosti, kde môžete klásť otázky, hlasovať za tie, ktoré sa vám páčia viac a tak ich posúvať hore v rebríčku a aj takýmto spôsobom participovať na našej diskusii, k čomu vás veľmi srdečne pozývame. Takisto vás pozývame k činu podpory. Už to, že ste si nás zapli a že nás pozeráte, je pre nás veľká česť a sme veľmi radi, že môžeme tvoriť obsah, ktorý vás inšpiruje, povzbudzuje, možno intelektuálne provokuje. Ak by ste sa chceli stať súčasťou festivalu trošku viac, ak by ste chceli podporiť našu víziu a to, čo na Slovensku robíme, pozývame vás k podpore, finančnej podpore tohto festivalu. Môžete si kúpiť virtuálnu vstupenku na hoci ktoré z podujatí, ktoré sa vám páči a ktoré vás obohatilo, alebo nám môžete poslať ľubovoľnú sumu na číslo účtu, ktoré vidíte na svojej obrazovke, alebo môžete jednoducho naskenovať QR kód, ktorý tam taktiež vidíte. Každá podpora z vašej strany je pre nás vitálna a veľmi pekne za ňu ďakujeme. A sme naozaj radi, že sme v tom celom spoločne. A všetkým ľuďom, ktorí nás podporia sumou nad 5 eur, ako také malé poďakovanie posielame späť kód na zľavu v hodnote 15%. Pôvodnú zľavu 10% sme zvýšili kvôli prvej adventnej nedeli takto akciou na 15%. Ak si chcete kúpiť knižku z vydavateľstva Postoj, rozhovory s profesorom Krčmérim o čosi lacnejšie, tak možno aj toto je cesta, ako spojiť príjemné s užitočným. A všetkým ľuďom, ktorí nás teda podporia, veľké pán Boh zaplať. Teraz už teda nebudem zdržiavať a rovno prenechám slovo moderátorke dnešného večera, ktorá uvedie tému a predstaví bližšie hostia. Veronika Bočkajová, nech sa páči a vám prajem príjemný zážitok. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Abend. Ich habe heute das Privileg, dieses vorletzte Event unseres Festivals zu moderieren, der Kaschauer Hanustage. Unser Gast ist Gerhard Ludwig Kardinal Müller, ein deutscher Theologe und auch seit 2014 Kardinal der römisch-katholischen Kirche. Der emeritierte Bischof von Regensburg war zudem auch 5 Jahre lang Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre. Ich möchte aber in dieser Einleitung nicht weiter auf alle Ämter und Titel unseres Gastes eingehen. Ich möchte vielmehr diese Zeit nutzen, die wir gemeinsam haben, um unseren Gast persönlich kennenzulernen. Nochmals, was schon Jay vorher gesagt hat, eine kurze Info zum Event. Im ersten Teil dieses Events würde ich gerne dem Gespräch mit dem Kardinal widmen, damit wir ihn besser kennenlernen und einen Überblick über sein Leben verschaffen. Und dann im Anschluss danach haben wir genügend Zeit eingeplant, damit Sie Ihre Fragen stellen können an den Kardinal. Und die mit den meisten Votes können dann live in der Show beantwortet werden, hoffe ich doch. Okay, also an dieser Stelle, Eminenz, ich heiße Sie sehr herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie werden sich sehr wohl bei uns fühlen und vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und mit dabei sind. Ja, auch herzlichen Dank.
für diese Einladung, die Möglichkeit, im Dialog zu sein. Und ich wünsche am Anfang allen Brüdern und Schwestern in der Slowakei einen gesegneten Advent und eine gute Vorbereitung auf das wichtigste Ereignis unseres Glaubens, nämlich die Menschwerdung Gottes. Vielen herzlichen Dank. Es ist so ein schönes Symbol, dass gerade heute der erste Advent ist. Mich würde gleich am Anfang interessieren, wie kam es eigentlich dazu, dass Sie Priester geworden sind? In der heutigen Zeit ist es ja nicht üblich für junge Männer, dass sie sich für diese Berufung entscheiden. Wie war der Weg zu ihrer Berufung? 1967 schon, das ist ja schon eine lange Zeit her, dass ich das Abitur gemacht habe, also den Hochschulabschluss, die Hochschulreife erworben habe. Und dann habe ich mich entschlossen, gleich im Priesterseminar anzuklopfen und bin dort eingetreten, später Priester geworden. Natürlich geht dem auch etwas voraus, eine Besinnung, eine Überlegung. Aber ich glaube, der wichtigste Faktor war der, dass ich doch viele Priester kennengelernt habe in der Pfarrei und auch in dem Gymnasium, wo ich gewesen bin, die persönliche Vorbilder sind. Denn man liest ja nicht zuerst Bücher und kommt auf diesem Weg zu einer persönlichen Entscheidung, sondern es ist ja ähnlich auch wie in der Ehe. Man lernt jemanden kennen und sieht auch, wie die Ehen der Eltern sind und vieles andere in der Verwandtschaft. Und dann kann man sich entschließen, mit einer Frau, einem Mann, beziehungsweise Mann, eine Ehe einzugehen. Aber für mich war entscheidend, dass ich diesen Ruf gespürt habe, von Christus ausgehend. Wenn wir in der Heiligen Schrift lesen, war es ja Jesus, der aus der großen Schar seiner Jünger die Apostel gewählt hat, bei ihrem Namen angerufen hat. So habe auch ich mir die Frage gestellt, bist du, Gerhard, von Christus berufen und bist du auch bereit, dein Leben in den Dienst des Reiches Gottes zu stellen? Es ist ja nicht einfach ein Beruf, wie jeder andere auch, um seinen Neigungen zu entsprechen oder um auch den Lebensunterhalt zu verdienen, sondern es ist eine persönliche Nachfolge Jesu Christi. Und Jesus hat seinen Aposteln den Auftrag gegeben, das Wort Gottes zu verkünden in der Predigt, in der Katechese, in der Lehre, die heiligen Sakramente zu spenden. Das ist ja die Übermittlung der Gnade an uns Menschen von der Taufe, den anderen Sakramenten bis hin auch zur Priesterweihe, zur Ehe und auch der Herde Gottes, das ist ja die Kirche, die Gemeinschaft der Glaubenden, als der gute Hirt voranzugehen und ein Beispiel zu sein. Sie sind ja nicht nur, Sie haben sich ja nicht nur entschieden, Priester zu werden, sondern nach dem Theologiestudium wollten Sie auch weitermachen und haben sich für die Dogmatik entschieden. Für meine Generation ist dieses Wort ja fast schon so etwas wie ein Fremdwort. Und ich habe auch die Meinung gehört, dass Dogmatik fast in der heutigen Zeit überwunden sein könnte. Wieso haben Sie sich gerade für Dogmatik entschieden und nicht für einen anderen Teilbereich der Theologie? Ja, weil die Dogmatik das wichtigste Fach ist in der katholischen Theologie. Hier geht es ja um die Frage nach der Wahrheit des Glaubens und wie wir den Glauben mit unserer Vernunft erfassen können, den inneren Zusammenhang verstehen können. Das, was manche Menschen darunter sich vorstellen, das ist ja ein Wort von Dogma, das eigentlich nichts mit der katholischen Theologie zu tun hat. Der Philosoph Kant hat von dogmatischen und apodiktischen Urteilen gesprochen, im Gegensatz zu solchen Erkenntnissen, die aus der sinnenhaften Erfahrung gewonnen werden. Und seit dieser Zeit ist dann das Wort Dogma so mutiert,
zur Vorstellung, es wird irgendetwas willkürlich behauptet, uns den anderen Menschen dann aufoktroyiert. Aber das hat eigentlich mit dem kirchlichen Verständnis wenig zu tun. Wir kennen ja Dogmen im Einzelnen. Das ist ja eben das Dogma, etwa der Menschwerdung Gottes. Das beschreibt eben schon eine Tatsache, dass das Dogma nicht der Menschwerdung nicht einfach ein Mythos ist, eine schöne Erzählung, sondern dass sich es tatsächlich ereignet hat. Im Dogma der Auferstehung Jesu Christi, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Noch das Dogma von der Auferstehung des Fleisches, dass auch wir einmal mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit Gottes eingehen. Und deshalb wäre es wichtig, nicht einfach ein Allerweltsverständnis zu nehmen und das auf die katholische Theologie zu übertragen, sondern gerade umgekehrt von den Realitäten des katholischen Glaubens ausgehen und dann auch fragen, welche Begriffe dafür verwendet worden sind. Das ist eine sehr schöne Perspektive. Ich würde jetzt nur noch mal so festhalten, Sie sind also 1978 zum Priester geweiht und in demselben Jahr ist ja auch Karol Wojtyla zum Papst gewählt worden. Und als ich dieses Jahr recherchiert habe, dann bin ich auf einen gewissen Theologen, einen suspendierten Theologen gestoßen, Heinz Küng, und der soll behauptet haben, dass die Wahl ein sehr schlechtes Omen darstellt, weil er vielleicht ein nicht italienischer Papst ist, noch dazu aus dem Ostblock und wieso auch immer. Und für mich ist das eine ganz andere Sichtweise, weil in der Slowakei wird Johannes Paul II. Fast schon wie ein Nationalheld gefeiert. Obwohl er nicht mal Slowake ist, aber er ist dem slowakischen Volk sehr nahe. Und meine Frage an Sie ist nun, wie haben Sie als frisch geweihter Priester 1978 diese Wahl wahrgenommen? Hans Küng, der urteilt aus seiner subjektiven Lebensgeschichte heraus. Aber wichtig ist ja, was eigentlich objektiv Johannes Paul II. Für die Kirche und für die Welt bedeutet. Wir gehen ja doch davon aus, dass der Papst durch die Kardinäle gewählt wird, aber dass es trotzdem der Wille Gottes ist, dass ausgerechnet diese Person und nicht eine andere Person zum Nachfolger Petri bestimmt worden ist. Und deshalb haben wir auch als Katholiken ein besonderes Verhältnis auch zu unserem Bischof, aber auch besonders zum Papst, der diesen Dienst hat, für die ganze Kirche, die Weltkirche, die universale Kirche. Auch für die Welt ist Johannes Paul II. Von größerer Bedeutung gewesen. Sein Credo, das er der Welt vorgestellt hat, ist die Würde eines jeden einzelnen Menschen, wie sie gerade im Ostblock durch die Kommunisten mit Füßen getreten worden ist. War ja eine Diktatur des Proletariats oder einer Partei oder einer Clique, die gemeint hat, alle Menschen müssten nach ihren Vorstellungen erleben und die Menschen wären nur Material und sie sind diejenigen, die Architekten, die dieses Material nach ihren Vorstellungen formen könnten. Und das hat ja eigentlich in einer Katastrophe geendet. Und er ist der große Vertreter der Freiheit des Menschen. Und auch ihm ist es wesentlich zu verdanken, dass er zusammen mit seinem Volk, den Polen, Ungarn, auch Slowakei, viele kleinere Länder, eben nicht die Sowjetunion, haben ja auch Russland als eine Fremdbestimmung empfunden, nicht nur den Kommunismus, sondern auch eine ausländische Macht, die die ganze Macht in der Hand hatte. Und insofern kommt auch den Menschen der Slowakei mit ein Verdienst zu, zusammen auch mit Johannes Paul II., jetzt hier den Gedanken der Freiheit, der Religionsfreiheit, der Menschenwürde so im Mittelpunkt gestellt zu haben, dass auf eine friedliche Weise diese Zwangsherrschaft von Sowjetrussland und vom Kommunismus zusammengebrochen ist. Und also Johannes Paul II. Verdanken wir in Ost und West
meine Freiheit. Er hat ja aber auch den Westen kritisiert mit einem rein hedonistischen, kapitalistischen Weltbild, wo es nur um das Geld geht, die Herrschaft des Geldes, ist auch ein völliges Missverständnis unseres Menschendaseins. Geld brauchen wir für unser Leben, aber es kann nicht der Inhalt unseres geistigen und sittlichen Lebens sein. Und insofern ist er ein Prophet gewesen gegenüber dem östlichen Kommunismus, aber auch gegenüber der Diktatur des Geldes oder des Hedonismus, wo es bloß um einen äußeren Lebensgenuss geht, ohne einen tieferen Sinn des menschlichen Daseins. Insofern hat die Kirche sehr recht getan, Johannes Paul II. Heilig zu sprechen, das heißt, das zu erkennen, was Gott durch ihn gewirkt hat, dass er ein großer Prophet ist für die Menschheit, gerade auch im 21. Jahrhundert, und dass die Gnade Gottes an ihm überreich gewirkt hat. Schön, dass Sie auch die Freiheit ansprechen. Wir haben vor ein paar Tagen gerade den Feiertag gefeiert, der Samtenen Revolution am 17. November. Und das ist immer, also ich habe persönlich keinen Bezug zu vielen Feiertagen, aber der 17. November ist für mich auch so ein Statement. Bleiben wir noch ein wenig bei Johannes Paul II. Wie war Ihre persönliche Beziehung? Weil Sie haben jetzt so global beschrieben, welchen Einfluss er auf die Kirche hatte und auch auf die ganze Welt. Sie kannten sich ja auch bestimmt persönlich. Wie war Ihr Verhältnis mit ihm? Ja, als ich geweiht worden bin, das war das Jahr der drei Päpste. Da war ich ja noch Priester, Kaplan in einer Pfarrei. Natürlich war der Abstand dann noch sehr weit, aber später wurde ich als Professor auch dann berufen in Synoden, Bischofssynoden, als Experte. Und dann hat er uns hier eingeladen zum Essen. Alle Synodenteilnehmer, aber auch die Experten, die Professoren, die dabei gewesen sind, die zugearbeitet haben zum Mittagessen. Und da hat er sich sehr gut ausgekannt und gut vorbereitet und hat mich ganz gezielte Fragen gestellt, wie es in Deutschland so ist, wie es in der Theologie aussieht und was so wichtig ist und worauf man Wert legen soll und wo man weiterarbeiten könnte. Später natürlich bin ich dann zum Bischof von Regensburg ernannt worden. Dann war natürlich ein größerer Kontakt da. Und da haben wir uns auch öfter mal gesehen oder ich wurde zur Audienz eingeladen. Und auch über Kardinal Ratzinger damals, als ich auch dann über die Internationale Theologenkommission war und auch für die Glaubenskongregation gelegentlich etwas beigesteuert habe, dass somit eben auch ein indirekter, undirekter Kontakt war zu Johannes Paul II., der war auch in seinem persönlichen Umgang ein ganz unkomplizierter und fröhlicher und humorvoller Mensch. Ja, das wollte ich Sie ja gerade fragen. Wie kann ich mir das vorstellen, so ein Treffen mit dem Papst, noch dazu ein Arbeitstreffen? Ist das sehr formell oder ist das auch so ein bisschen persönlich und dass man sich auf einer persönlichen Ebene trifft? Das war in seiner Küche sozusagen. Wirklich? Im Esszimmer, wo dann mehrere am Tisch gewesen sind. Und da ging es ganz locker zu, aber er war sehr gut vorbereitet, der ältere Kardinal Cibisch. Er hat ihm die Namen aufgeschrieben, er hat einen Zettel gehabt und stand bei dem Zettel. So ein Spickzettel. Vorbereitete Fragen, sodass er jeden dann mit dem Namen ansprechen konnte und auch wusste, in welchem Kontext der Einzelne seiner Gäste nun auch steht. Es war nicht einfach so eine Plauderstunde, sondern dann doch einfach nur zu wichtigen Fragen. Gab es einen Austausch. Auch dann natürlich zu dem, was in der Synode gesprochen worden ist. Die Meinungen wurden dann gefragt oder auch Ansichten und Beurteilungen wurden von ihm dann schon sehr interessiert zur Kenntnis genommen und auch von ihm dann gezielt abgefragt.
Ich möchte an zwei Punkten anknüpfen. Sie haben erwähnt, dass Sie zum Bischof von Regensburg ernannt worden sind und auch die kulturellen Unterschiede. Und vor 3 Jahren erschien in der Slowakei, in der slowakischen Presse, ein Interview mit einem gewissen Herrn Thomas Sternberg. Er ist vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Und in dem meinte er, dass in Deutschland, habe ich auch persönlich erlebt, dass auch die gläubigen Katholiken fast nicht mehr zur Beichte gehen. Und dass er auch selbst in dem Komitee, in dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken, niemanden kenne, der noch beichten würde. Aber auch nach meiner persönlichen Erfahrung gehen viele dennoch in den Gottesdienst und empfangen auch die Eucharistie. Und jetzt komme ich zu meiner Frage. Wie sind Sie als Professor der Dogmatik in Regensburg, als Sie Bischof waren, damit umgegangen? Oder ja, in meiner Jugendzeit gab es eine große Häufigkeit der Beichte, aber in einer gewissen Zeit ist es einfach dann zurückgegangen. Mhm. Können Sie mir auch sagen, wann ungefähr? Ja, vielleicht in den 70er Jahren, 70, 75, 80 dann. Aber der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer, über den ich mal so eine Doktorarbeit geschrieben habe, der sagt ja, im evangelischen Bereich gab es ja auch noch lange nach der Reformation auch die persönliche Einzelbeichte, wenn sie auch theologisch etwas anders verstanden worden ist. Aber trotzdem gab es, ist das im Leben der Gläubigen, hat er gesagt, als diese persönliche Beichte so zurückgegangen ist oder ganz verschwunden ist, hat auch das persönliche Glaubensleben darunter gelitten. Man macht dann vielen anderen Bereichen noch mit, aber sozusagen das ganz persönliche Verhältnis zu Gott in Sünde und Gnade, das leidet darunter. Und das sieht man eben auch in Deutschland. Es ist ja nicht nur der Rückgang der Beichte, sondern auch des ganzen kirchlichen Lebens sehr dramatisch und sehr traurig. Und wenn man von einer Erneuerung der Kirche spricht, dann nicht einfach durch Strukturreformen oder was gerade in dem sogenannten synodalen Prozess mit dem Zentralkomitee geschieht, die sich ja völlig abwegige Themen konzentrieren. Eine Erneuerung kann nur kommen, wenn wir die Quellen der Gnade wieder öffnen. Jesus hatte sich etwas dabei gedacht, als er den Aposteln die Vollmacht gegeben hat, Sünden zu vergeben. Und er ist ja auch für unsere Sünden gestorben. Und deshalb ist es für uns als Christen auch wichtig, dass wir die Sünden, die wir nach unserer Taufe begehen, in unserem Gewissen wirklich ernst nehmen und Gott um seine Vergebung bitten und das nicht einfach sozusagen privat meinen, ausmachen zu können, wie ich und der liebe Gott. Das ist eine falsche Perspektive. Sondern wir brauchen die Wiederversöhnung mit der Kirche und durch die Kirche auch mit Gott. Denn die Kirche ist nicht einfach eine äußere Anstalt, in der irgendwelche religiösen Riten verwaltet werden, sondern die Kirche ist der Leib Christi, der Tempel des Heiligen Geistes. Die Kirche ist Sakrament des Heils der Welt in Jesus Christus und ihr Leben vollzieht sich in den 7 Sakramenten. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir auch das Sakrament der Buße wieder gewinnen und neu verstehen lernen. Bei manchen steht einfach dahinter, auch gerade beim Zentralkomitee, die Meinung, ich als Laie bin mündig und ich knie mich doch nicht vor einen Priester hin und bekenne dem meine Sünden. Damit würde ich mich ja für unmündig erklären, aber ich glaube, das ist eine ganz falsche Sicht. Auch die Priester müssen und sollen die Beichte als ein Heilmittel, als ein Mittel der Gnade auch erkennen und ansehen. Und dort, wo im priesterlichen Leben Buße und Beichte nicht mehr geübt werden, dann kommt es auch zu einer Verweltlichung der Kirchen, des priesterlichen Dienstes, oft mit einem tragischen Ausgang. Eine Verweltlichung der Kirche, das ist ja das, was gerade die letzten Päpste immer wieder angesprochen haben, als das eigentliche Übel der Kirche in unserer Zeit. Ich
war mal in einem Gottesdienst in England und da war so eine, der Priester hat sich auch gewundert, wieso keiner zur Beichte geht, aber er hat es so humorvoll gesagt. Und ich hab mir so überlegt, letzten Samstag, wie ist es möglich? Ich habe so eine tolle Pfarrei. In 2 Monaten ist nur ein einziger Mensch zur Beichte gekommen. Und da habe ich mich so hingesetzt und wow, wie ist das überhaupt möglich, dass ich in so einer heiligen Pfarrei bin, wo niemand die Beichte braucht. Also hat es so humorvoll den Menschen klargemacht, was eigentlich los ist. Das ist mir so in Erinnerung geblieben. Die Heiligen des Himmels sind schon alle versammelt. Machen wir weiter. Sie waren Bischof von Regensburg und wenn wir noch eine Weile in Bayern verweilen, 2005 wurde Josef Ratzinger zum Papst gewählt. Welche Emotionen und Gedanken haben Sie in dieser Zeit empfunden? Also was hat Kardinal Müller gedacht, gespürt, als er im Fernsehen oder auch vielleicht live, wie haben Sie das empfunden so? Ja, ich kannte ihn natürlich noch wesentlich besser als Johannes Paul II., auch weil er Deutsche war und weil wir auch in der Theologenkommission zusammen waren. Er war früher Professor in Deutschland. Da habe ich natürlich auch sehr viel gelesen von ihm während meiner Studentenzeit schon. Und ich bin ja auch jetzt der Herausgeber seiner gesammelten Schriften, die in 16 Bänden erscheinen und die Band auch abgeschlossen ist. Insofern war das Verhältnis und die Beziehung wesentlich auch intensiver. Und war gerade in der Diözese unterwegs, in Flossenbürg, das ist im Norden der Diözese, wo Dietrich Bonhoeffer im Konzentrationslager umgekommen ist. Das war gerade ein Tag des Gedenkens dort. Und auch in der Pfarrei war ich dann gewesen. Und dort habe ich eben es erfahren, ich glaube sogar während der Messe, dass mir einer gekommen ist und mir es ins Ohr geflüstert hat, dass Josef Ratzinger zum Papst gewählt worden ist. Und dann bin ich dann anschließend gleich nach Regensburg gefahren. Wir haben alles alarmiert und glaube, abends um 10 Uhr ein Tedeum, ein Dankgottesdienst schon angesagt und der Dom war übervoll, waren Tausende von Menschen da. Als ich dann mitgeteilt habe offiziell, dass Josef Ratzinger, der ja in Regensburg über seinen Bruder sehr bekannt war, bei jedem bekannt war, dass er Papst geworden ist, haben die Menschen mindestens 10 Minuten geklatscht, voller Freude, aber nicht eine äußere Ausgelassenheit, sondern eine geistliche, eine religiöse Freude, die Menschen erfasst hat. Und dann, ja, danach war er auch dann zum Papstbesuch in Regensburg. Es war auch eine ganz große Zeit für die Kirche von Regensburg, aber auch für ganz Deutschland und auch in der ganzen Welt. Die berühmte Regensburger Rede, die damals böswilligerweise falsch ausgelegt worden ist, hat sich ja aber auch im Nachhinein als ganz aktuell erwiesen, angesichts des Terrorismus, den es überall gibt, wo er dann deutlich gemacht hat, wenn man von Gott spricht, Gott der Gnade, Gott der Liebe, dann kann es unmöglich sein, dass man im Namen dieses Gottes, Gottes eigene Geschöpfe, umbringt. Also ein religiös begründeter Terror ist ein Widerspruch in sich. So eine wirkliche Religion ist ja Verehrung Gottes, Anerkennung Gottes als Schöpfer allen Lebens und jedes Menschen. Und deshalb ist ein Terrorismus im Namen Gottes, wie manche auch den Islam falsch verstehen, ist eigentlich eine Blasphemie, ist eine Lästerung Gottes, denn ich kann ja nicht sagen, ich liebe Gott, aber hasse meinen Bruder, Schwester, die ja eben so wie ich nach Gottes Bild und Gleichnis geschaffen worden sind. Ja, es geht ja gegen das Evangelium. Man soll ja nicht nur Gott lieben, sondern auch aber den... Aber für andere Religionen, ja, nicht jetzt diese
Einheit von Gottes und Nächstenliebe kennen, wie das für uns ja ganz typisch ist. Aber auch im Islam ist ja im ersten der ersten Sure ist der Gott als der Gütige und der Barmherzige vorgestellt und als der Schöpfer aller Menschen anerkannt. Und deshalb ist es ein innerer Widerspruch, wenn ich einerseits sage, Gott ist der Schöpfer aller Menschen und mir dann anmaße, im Namen dieses selben Gottes seine eigenen Geschöpfe umzubringen oder wie das in Frankreich oder gerade auch jetzt in Wien wieder geschehen ist. Genau, man weiß gar nicht, was man sich dabei denken soll, ob man jetzt weinen, beten. Wie lange kennen Sie sich eigentlich mit Papst Benedikt? Ja, Papst Benedikt, ja, bestimmt seit 1968. Oder so. 1968. Nämlich, ja. Also eine ziemlich lange Zeit. Okay. Sie waren ja auch an dem Projekt der Herausgabe seiner gesammelten Schriften beteiligt, Maski. Haben Sie auch ein Lieblingswerk seiner Schriften? Ja, ich bin ja nicht nur beteiligt, sondern ich bin ja der Herausgeber. Ja, ja. Ich habe dieses Institut in Regensburg gegründet. Natürlich kann ich das. Ich habe mich falsch ausgedrückt. Tut mir leid. In solchen gewaltigen Arbeit. Ich glaube, wenn am Ende es abgeschlossen ist, so werden es vielleicht 30.000 Seiten sein, die er als wissenschaftliche Literatur verfasst hat. 30.000 Seiten. Unabhängig von dem, was dann auch als Papst von ihm geschrieben worden ist, sozusagen die rein wissenschaftlichen Werke. Am meisten oder ursprünglich vielleicht gesagt, hat mich sehr beeindruckt die Einführung ins Christentum, die 1967, 68 erschienen ist. Da bin ich gerade hier ins Priesterseminar eingetreten, aber das war ja auch schon diese sogenannte 68er Zeit im Westen, wo man kritisch war gegenüber der Kirche, gegenüber der Autorität und man auch im Westen unsinnigerweise von kommunistischer Revolution geträumt hat und hat gedacht, es gibt so einen Art menschlichen Kommunismus, auch in der Tschechoslowakei gab es ja auch mit Dubček der Versuch eines Sozialismus mit menschlichem Antlitz, aber das konnte ja nicht funktionieren, weil der Kommunismus eben ein falsches Menschenbild hat. Nach außen wird immer natürlich gesagt, wir wollen die Armut überwinden und dass die Arbeiter ausgebeutet werden. Dieses Ziel ist aber ja viel besser erreicht worden mit der katholischen Soziallehre, nämlich aufgrund eines Menschenbildes, das auch die höhere Bestimmung des Menschen erkennt. Dort, wo der Mensch ganz dem Menschen ausgeliefert ist, kann eigentlich nur eine Diktatur und kann nur Unterdrückung entstehen, wenn alle Menschen in ihrem Gewissen anerkennen, dass Gott über uns ist, dass er der Herr ist. Dann ist erst Freiheit möglich. Nur wo Gott anerkannt wird, ist wirkliche Freiheit, innere und äußere Freiheit auch möglich, weil Gott eben nicht irgendwie wie ein menschlicher Art Diktator auftritt oder eine Herrschaft ausübt nach menschlichem Maß, sondern Gott ist unerschöpfliche Liebe und deshalb gewinnt er nichts und er verliert er auch nichts, wenn er uns Menschen ins Dasein ruft, wenn er sich als unser Schöpfer offenbart. Und in diesem Sinn war, glaube ich, die Einführung ins Christentum ein ganz großartiger Entwurf, den er geliefert hat. Nicht einfach jetzt so schultheologisch ist darzustellen, sondern das Glaubensbekenntnis ganz in seiner ursprünglichen Tiefe, aber auch in seiner aktuellen Bedeutung auszulegen. Und das ist etwas, was doch sehr, sehr viele Menschen, auch sehr viele junge Menschen damals, aber auch heute noch ansprechen kann. In der Ladislau Hanus-Gemeinschaft haben wir auch dieses Werk gelesen. Und als ich ein paar Kapitel davon in die Hände bekommen habe, habe ich mich auch gewundert, wie aktuell es ist. Also es ist ein universelles Buch.
Es ist zwar gerade zu der Zeit herausgekommen und es hat auch bestimmt einen historischen Kontext, aber dennoch hat dieses Buch auch immer noch was Menschen auch im Jahr 2020 zu sagen. Sehen Sie eigentlich den emeritierten Papst auch heute noch ab und zu? Ja, vielleicht so alle 4 Wochen oder bin mal eingeladen zum Essen oder sonst eine Begegnung. Oder auch, wenn ich jemand von mir ein paar Bücher schicke, meldet es sich sofort und dann ruft an und dann telefoniert oder auch über seinen Sekretär, den Erzbischof Genswein, und natürlich auch dann oft mit ihm Kontakt und mal da einen Beitrag geschrieben, so eine Festschrift von mir und also ist noch wirklich ein guter Kontakt. Wir hoffen doch alle, es geht ihm gut, oder? Sie sind eine gute Quelle, jetzt nachzuhaken, wie es ihm geht. Dem Alter natürlich entsprechend. Natürlich, ja. 18 Jahre mehr. Aber der Kopf ist noch ganz klar, so wie immer. Natürlich dann körperlich nehmen wir ja im Alter notwendigerweise etwas ab. Ja. Wir gehen ja auch dem ewigen Leben entgegen. Mhm. Gerade in der Zeit der Corona-Krise oder manchmal auch etwas zur Panik ausartend, dass die Leute zu viel Angst haben. Unser Leben ist in Gottes Hand. Wir lang oder kurze Zeit auf Erden sind. Das Wichtigste ist, dass wir Gott erkennen und dass wir wissen, dass er unser Ziel ist. Unsere Heimat ist im Himmel, sagt der Apostel Paulus im Brief an die Philippa. Auch jetzt, wenn wir auf Erden sind, sind wir nur Pilger, haben keine bleibende Stätte. Es gab in früherer Zeit noch ganz andere Krisen. Ich habe gerade beim Kirchenvater Cyprian gelesen, im 3. Jahrhundert, Bischof von Karthago. Mhm. Er hat ein Buch geschrieben über die Sterblichkeit. Das war unter Kaiser Decius, so 250 herum. Und ein bisschen später ist im gesamten Römischen Reich die Pest ausgebrochen und hat, so nach unseren Berechnungen, etwa ein Drittel der ganzen Reichsbevölkerung, also im ganzen Mittelmeerraum, gekostet. Und auch die Pest, die Mittelalter, 1348, die große Pest, und bei uns in Deutschland der 30-jährige Krieg, da ist mindestens ein Drittel bis 40-50% der Bevölkerung sind umgekommen in einem kurzen Zeitraum. Und die Menschen wurden damit fertig und viele sind im Glauben vertieft geworden und wussten, dass unser Leben in Gottes Hand ist und dass wir hier wirklich auf dem Weg der Pilgerschaft sind hin zur ewigen Heimat. Wir können ja heute dankbar sein, dass wir medizinisch doch mehr tun können und dass die Leute nicht mehr so hilflos ausgeliefert sind wie in den Pestzeiten. Aber trotz allem Fortschritt der Medizin wissen wir, dass wir nicht ewig leben können auf dieser Welt und dass wir jederzeit bereit sein müssen, unserem Schöpfer und Erlöser gegenüberzutreten, vor seinem Richterstuhl zu erscheinen und Rechenschaft abzugeben, ob wir unsere Talente, die er uns geschenkt hat, auch zum Einsatz gebracht haben, ob wir was damit gemacht haben oder ob wir sie begraben haben oder was wir auch unterlassen haben an Guten und das, was wir wirklich an Guten getan haben oder manchmal auch an Bösen getan haben. Es gibt ja viel Böses in der Welt und die es tun, die müssen sich auch vor Gott, ihrem Schöpfer, verantworten. Aber insgesamt sind wir als Christen ja optimistisch, wir sind von der Hoffnung getragen. Wir wissen, dass Gott uns nicht verlässt. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren, ich wollte was dazu sagen. Naja. Ja, wir waren aber Sie hatten so eine, aber Sie hatten so einen guten Gedanken genannt. Okay, ist ja auch egal. Ich möchte noch zu Ihrer Zeit in Rom übergehen. Sie wurden ja von Papst Benedikt nach Rom berufen und zum Präfekten der Glaubenskongregation ernannt. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Wieder eine andere Kultur und auch ein ziemlich hohes Amt und auch viel Verantwortung. Ja.
große Verantwortung eigentlich, der Aspekt der Glaubenskongregation. Die ganze Kongregation, die seit 25 Kardinälen ungefähr besteht, mit den entsprechenden Mitarbeitern, die wir haben, Sachbearbeitern, ist ja sozusagen die wichtigste Kongregation, weil sie den Papst in seinem Lehramt unterstützt. Papsttum ist ja deshalb von Christus eingesetzt worden, damit Petrus die Einheit der Kirche sicherstellt in Glaubensbekenntnis und auch in der konkreten Gemeinschaft der Bischöfe und der Ortskirchen mit der Kirche von Rom, die ja die Gründung von Petrus und Paulus ist. Glaubensbekenntnis ist ja uns von Gott gegeben, der Glaube ist geoffenbart worden, aber die Art und Weise seiner Darstellung, wie er verteidigt wird, wie er positiv dargestellt wird, das setzt ja auch dann in geistige Arbeit voraus. Eben die Hilfe der Theologie ist wichtig für das Lehramt des Papstes. Hatte nicht eine unmittelbare Erleuchtung von Gott, sondern der Papst und das Lehramt, das Konzil, die Bischöfe im Konzil, müssen ja sich auf die Heilige Schrift beziehen, auf die große Tradition der Kirche, die Lehrentscheidungen der vorangehenden Konzilien und der Päpste. Und das muss ja sozusagen erst einmal wissenschaftlich erarbeitet werden. Und wenn dann die Lehrdokumente des Papstes herauskommen, kann man nicht meinen, das setzt sich einfach mal der Papst hin und am Abend schreibt er ein paar Seiten voll und am nächsten Morgen wird es gleich veröffentlicht, sondern das braucht eine lange Vorbereitung, eine Durcharbeitung, Korrektur, bis am Ende ein solcher Text vorliegt, den der Papst sich dann zu eigen machen kann und dann mit seiner Autorität der Kirche vorlegt. In den Zykliken, aber auch in den großen Texte der Konzilien. Das hat ja lange gedauert, bis diese Texte im Zweiten Vatikanum erarbeitet worden sind, und zwar von einer theologischen Kommission. Und man kann vielleicht sagen, die Glaubenskongregation ist die ständige theologische Kommission oder das Arbeitsinstrument des Papstes in seiner Hauptsendung. Das ist eben das päpstliche Lehramt. Dann kommt auch noch dazu, dass er der universale Hirte ist, der Kirche, die Einheit mit den Bischöfen, ganz wichtig. Aber das Wichtigste, das Fundament, ist ja das Bekenntnis zu Jesus Christus. Petrus hat gesagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und darin sind alle Wahrheiten unseres Glaubens, die man auch Dogmen nennt, wie wir am Anfang gesagt haben, enthalten. Und der Papst als Nachfolger Petri vereint die Kirche immer neu in diesem Bekenntnis zu Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes. Und das ist nicht einfach eine Privatmeinung, sondern Jesus hat ja gesagt zu Petrus, nicht Fleisch und Blut, das heißt aus deinen eigenen Vorstellungen heraus ist diese Erkenntnis erwachsen, sondern der Vater im Himmel, der Vater unseres Herrn Jesus Christus hat ihm diese Offenbarung zuteil werden lassen. Und der Papst und die Bischöfe in der Nachfolge, Petri und der Apostel, haben die Kirche immer auf diesen Grund zu stellen und in diesem Bekenntnis zu Jesus Christus zu vereinen. Deshalb sind wir auch eine universale Glaubensgemeinschaft, aber vereint im Glauben an Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes. Gut, dass Sie es nochmal so ausführlich erklärt haben, weil man könnte sich ja wirklich vorstellen, dass der Papst jetzt eine Woche lang am Abend was zusammenstellt und das dann erscheint. Aber da steckt sehr viel Arbeit dahinter und ein ganzes Team von Experten und Bischöfen und allen möglichen Professionellen hinter Mitarbeitern, genau. Dankeschön. Sie haben schon am Anfang erwähnt, welchen Beitrag Johannes Paul II. für die universelle katholische Kirche hatte, dass er in den Vordergrund die Menschenwürde und auch die Freiheit gestellt hat. Welchen Beitrag hat Benedikt und auch jetzt Papst Franziskus für die Kirche
Was ist so, was schätzen Sie an jedem der drei größten Päpste und was ist so der größte Beitrag, den Sie bringen, wenn wir jetzt die letzten drei analysieren? Ja, man kann natürlich das Papstamt erstmal von seiner Grundaufgabe her verstehen, von seiner Sendung her. Das ist ja gerade, wie ich gesagt habe, das Lehramt des Papstes überhaupt, aber jeder einzelne Papst ist ja eine ganz, ist ja nicht einfach ein Funktionär eines Systems, sondern er ist ja eine Person und persönlich gesendet. Und jeder Papst als einzelne Person füllt diesen Dienst des Papstes auf seine Weise aus. Leo der 13. war eine andere Persönlichkeit als Pius der 12. Und das kann man bei allen Päpsten durch die ganze Kirchengeschichte sagen. Es gibt da große, mehrbändige Papstgeschichten, wo eben die Geschichte der einzelnen Päpste dargestellt wird, angefangen von Petrus bis zu Papst Franziskus. Aber uns sind eben als den jetzigen Zeitgenossen diese drei letzten Päpste bekannt. Mhm. Ich habe ja noch, bin ja geboren worden in der Zeit, als Pius der 12. war, also von Pius dem 12. an beginnt meine Reihe der Päpste in meinem Leben. Aber natürlich habe ich am meisten Paul den 6. natürlich schon voll präsent gehabt als Theologiestudent. Und Johannes Paul II., Benedikt den 16., wie gesagt, aber auch jetzt der Papst Franziskus, der auch dann schon bald wieder 8 Jahre auf sein Pontifikat zurückschauen kann. Er bringt ja eben von Südamerika eine ganz andere Perspektive herein, als wir das von Europa her. Und was ist die konkrete Perspektive? Ja, das ist eben auch die Einheit der Welt, das will ich meinen, wir in Europa sind der Mittelpunkt, was von uns aus betrachtet die Peripherien sind, geografisch, aber auch existenziell, dass wir versuchen müssen, dem Auftrag Jesu gemäß wirklich alle Menschen zu erreichen. Und überall ist ja der Mittelpunkt der Kirche, dort, wo die Eucharistie gefeiert wird, wo die Taufe gespendet wird, ist überall Mittelpunkt der Kirche. Und die Heilige Messe, die im Petersdom gefeiert wird, ist dieselbe Messe, die in irgendeinem kleinen Dorf im Urwald gefeiert wird, wo der Altar vielleicht wackelig ist und auf einem Lehmboden steht. Aber es ist dieselbe Gnade, die die Menschen dort empfangen und wie auch in den großen Kathedralen der Welt, wo ganz feierlich der Gottesdienst, die Gottesverehrung stattfinden kann. Aber was das Heil der Menschen angeht, die Gnade der Menschen angeht, ist jeder Adressat des Evangeliums, der frohen Botschaft, dass Gott ihn liebt und dass Christus für ihn gestorben ist. Aber wir müssen eben auch schauen, dass das Evangelium nicht, wie die Kommunisten uns das so vorgeworfen haben, nur so für jenseitig ist und für die Innerlichkeit ist, sondern dass es auch damit etwas zu tun hat, dass die Würde des Menschen auch bis in das Materielle hinein im Blickpunkt stehen muss. Dass wir uns auch im Sinne der Soziallehre der Kirche einsetzen, dass ein menschenwürdiges Leben möglich ist, dass die Menschen nicht Hunger leiden müssen, Durst haben, dass kein Wasser da ist, kein Trinkwasser, aber auch kein Wasser, um Hygiene, hygienischen Bedingungen, zu Lebensbedingungen zu ermöglichen, aber auch, dass die Kinder eine Schule besuchen können oder dass es Universitäten, Hochschulen, Berufsausbildung gibt. Auch dafür wollen wir uns einsetzen und nicht nur für unsere Glaubensbrüder und Glaubensschwestern, sondern eben auch für die Gesellschaft. Und wenn wir sagen, warum ist es in Europa in vielen Bereichen besser geworden, gerade dort, wo man die Soziallehre der katholischen Kirche
befolgt hat. Ich kann das ja aus eigener Erfahrung sagen, als Deutscher. Mhm. Nach 1945, nach dieser Katastrophe, dieses Nationalsozialismus, ja auch ein atheistisches Menschenbild, menschenverachtend gewesen ist und den Zweiten Weltkrieg hervorgebracht hat, dass danach dann von christlich gesinnten Politikern, aber auch von anderen, die humanistisch gesinnt waren, diese Soziallehre und der Sozialgedanke in die Gesellschaft, in die Soziologie, in die Gesellschaftsgestaltung eingebracht worden sind. Es ist nicht einfach, jeder nur für sich selbst wirtschaften kann, sondern wir sprechen auch von der Sozialpflichtigkeit des Eigentums. Wenn ich etwas verdiene und mit meinen Mitarbeitern in einem Betrieb, wo ich der Unternehmer bin, wenn wir etwas gemeinsam erwirtschaften, dann muss es auch allen zugutekommen und es muss der ganzen Gesellschaft und dem ganzen Staat auch zugutekommen, dass keiner eine totale Not leiden muss oder dass, an diesem Beispiel gesagt, die Eltern ihre Kinder nicht in eine Schule schicken können oder eine Berufsausbildung oder was auch immer notwendig ist oder dass auch alle sich am öffentlichen Leben, am politischen Leben beteiligen können. Es kann nicht so sein, dass eine kleine Clique oder eine einzelne Partei oder eine sogenannte Elite allein bestimmt, was im Staat geschieht. Mhm. Es muss auch freie Wahlen geben. Die Menschen müssen die Möglichkeit haben, sich in der Politik zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen für das Ganze und dem Gemeinwohl zu dienen. Insofern ist bei uns im christlichen Verständnis die Orientierung an Gott und die Verantwortung für die Welt kein Gegensatz. Das Zweite Vatikanische Konzil hat ja sowohl ein Dokument verfasst über die Kirche, das Wesen, die Sendung, der Ursprung der Kirche, die Sakramentalität der Kirche und gleichzeitig auch in einem anderen Dokument, das heißt Gaudium et Spes, das sind die lateinischen Anfangsworte, von der Verantwortung der Kirche in der Welt von heute gesprochen. Und all die großen Themen angesprochen, die für die Entwicklung, für eine menschengemäße Entwicklung in der heutigen Gesellschaft notwendig sind, gerade auch in unserem globalen System, mit der globalen Kommunikation, mit einer globalen Wirtschaft. Hier sind wir vor den großen Herausforderungen, dass nicht einzelne kleine Geld- und Machteliten in den USA, diese kleine Gruppe von Superreichen, die ganzen Informationsmöglichkeiten kauft, die können sich einfach für 200 Millionen eine Zeitung kaufen. Die wichtigste Zeitung wird von ihnen dann gekauft. Oder dass China oder sonstige diktatorische Systeme jetzt auf einmal versuchen, die ganze Welt zu beherrschen und unter ihre Kontrolle zu bekommen. Hier sind wir aufgerufen, gerade als Kirche, die Fahne der Freiheit hochzuhalten. Jeder einzelne Mensch hat seine ganz besondere Würde und die darf ihm nicht von einzelnen Parteien oder Menschengruppen und Eliten genommen werden. Also scheitert alles eigentlich am Menschenbild, das die Menschen haben. Alles hängt vom Menschenbild ab. Alles hängt vom Menschenbild ab, ja, genau. Sie waren ja auch in der Slowakei zweimal in 2018. Welchen Eindruck hat die Slowakei auf Sie gemacht? Und haben Sie vielleicht so ein bestimmtes Erlebnis, an das Sie sich gerne erinnern? Ja, ich war, glaube ich, schon dreimal oder viermal in der, der Slowakei. Ich habe dort gute Bekannte gehabt oder habe noch gute Bekannte, die auch in Deutschland gewesen sind. Germany. Der mich damals eingeladen hat in seine Pfarrei. Da habe ich doch einen sehr, sehr guten Eindruck gehabt und habe noch auch von der Slowakei den Menschen
Ich weiß ja auch, was sie gelitten haben in der Zeit des Kommunismus, aber vielleicht auch vorher schon, als man so noch bei Ungarn war, ja, unter ganz anderen Verhältnissen, nicht das heutige Ungarn natürlich, aber in dieser Zeit, wo es eben auch nicht so einfach gewesen ist. Die Slowakei ist ja eben ein kleineres Volk, aber ist gerade wichtig, auch in unserem heutigen Europa, dass wir nicht einfach nach Mehrheiten entscheiden, sondern dass jeder einzelne Mensch, aber auch jedes einzelne Volk, jede einzelne Nation, jede einzelne Gruppe eine gleiche Bedeutung hat wie auch die anderen. Das ist nicht so heißt, wer die Mehrheit ist, die entscheiden und das meiste Geld hat, der entscheidet, sondern dass wirklich die Würde des Menschen die Grundlage ist von allem. Natürlich ist auch Slowakei auch ein landschaftlich ganz wunderbarer Teil Europas und der Welt, aber auch die Menschen sind ja auch geprägt durch den katholischen Glauben. Und deshalb, wenn man, wie ich als Deutscher oder als, mehr besser gesagt, eigentlich als Katholik, fühle ich mich dann oder Katholiken auch wie zu Hause und nicht wie der Fremde. Ja, das ist schön am Katholik sein, dass man ein Zuhause hat, auch als außerhalb seines Landes. Automatisch, wenn man in die Kirche kommt, dann ist einem etwas vertraut, obwohl man vielleicht sogar die Sprache nicht versteht, aber die Melodien sind vielleicht manchmal sehr ähnlich oder sogar dieselben. Und man hat so diese Identität des Katholiken. Bevor wir nun zu den Fragen der Zuschauer kommen, noch eine ganz kurze Frage. Ist es, Sie haben es ja schon vorher erwähnt, ist es üblich, dass sich Kardinäle mit dem Papst treffen? Haben Sie da so einen regelmäßigen, vielleicht gemeinsames Frühstück oder ein Gebet, Gottesdienst? Oder es sind ja einige Kardinäle in Rom. Haben Sie da so ein gemeinsames Treffen? Ja, der Papst hat ja die regelmäßigen Audienzen mit den Präfekten, also den Vorstehern der einzelnen Dikasterien oder sonst auch anderen Mitarbeitern der Kurie. Früher gab es ja auch die Konsistorien, wo eben alle Kardinäle versammelt worden sind. Jetzt haben wir auch ein Konsistorium gehabt, aber das war jetzt Corona-bedingt, nur sozusagen ein liturgischer Akt und nicht ein gemeinsames Gespräch. Es gab ja in der früheren Zeit sehr oft, dass ein- oder zweimal im Jahr der Papst die Kardinäle von der ganzen Welt zusammengerufen hat, um ein ganz bestimmtes Thema zu diskutieren und um ihm qualifiziert Rat zu geben. Das ist ja der Sinn eben des Kardinalskollegiums, das ursprünglich aus den Klerikern, den höheren Klerikern der römischen Kirche hervorgeht. Deshalb sind die Kardinäle, egal wo sie sind, in welchem Land, sind immer römische Kardinäle, sie gehören zur römischen Kirche und sie sind eigentlich sozusagen das bevorzugte Beratungsorgan des Papstes, jetzt noch vor seiner allerwichtigsten Aufgabe, einen neuen Papst zu wählen, aber sie sind eben doch auch in einem Pontifikat sozusagen das Synodale Gremium, das zusammenkommt, der wichtigsten Kleriker der katholischen Kirche, um bestimmte Themen zu beraten und auch sozusagen den Papst bei seiner Leitung der universalen Kirche zur Seite zu stehen. Der Papst kann ja auch unabhängig davon, von der Gesamtversammlung, immer einzelne Kardinäle bitten, irgendwas auszuarbeiten oder einen Auftrag zu übernehmen, seinen Auftrag an den eucharistischen Kongress zu besuchen oder zu leiten und was an Möglichkeiten noch da ist. Also das ist so das Hauptverhältnis der Kardinäle zu dem Papst.
Mhm. Wie der Papst natürlich im Einzelnen auf den Rat und die Mitarbeit der Kardinäle zurückgreift, das ist jetzt nicht allgemein geregelt, sondern gibt es bestimmte Gewohnheiten und gewisse Mentalitäten, aber auch dann die Einzelne. Der Papst als einzelner Mensch wird sich in unterschiedlicher Weise des Kardinalskollegiums bedienen. Mhm, gut. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir jetzt zu den Fragen der Zuschauer kommen. Manche sind sogar auf Deutsch, wie gut für mich. Also, wir haben die Frage mit den meisten Votes. Wie verstehen Sie das päpstliche Schreiben Amoris Laetitia? Die slowakischen Bischöfe haben bislang die wiederverheirateten Geschiedenen nicht zur Heiligen Kommunion zugelassen. Sollten Sie das tun? Was ist Ihre Meinung? Ja, Amoris Laetitia ist ja keine klare Aussage dazu getroffen. Es geht dort in einer berühmten Fußnote darum, wie in einzelnen Situationen verfahren werden kann. Das ist ja das Hauptanliegen des Papstes und sein Pastoral, überhaupt die Ehe in den Mittelpunkt des Interesses zu stellen. Denn Ehe und Familie sind ja sehr bedroht von der Gender-Ideologie und von ganz bestimmten Richtungen, die sagen, das ist einfach nur eine gewisse traditionelle Form des Zusammenlebens, aber das kann man ganz nach eigenem Gusto, nach anderen ideologischen Vorstellungen anders gestalten. Für uns ist Ehe und Familie von der Schöpfungsordnung fundamental. Und auch Jesus hat die Ehe zur Würde eines Sakramentes erhoben und sie mit dem Charakteristikum der Unauflöslichkeit ausgestattet. Und wenn eine Ehe gültig geschlossen ist unter Christen, dann ist eben eine andere Ehe, weder staatlich noch kirchlich, möglich. Und deshalb könnte auch, selbst wenn er wollte, der Papst oder das Lehramt könnte sich nicht sozusagen über diese Grundwahrheit der unauflöslichen Ehe hinwegsetzen. Und wer zur Kommunion gehen kann, das hängt nicht sozusagen von dem persönlichen Ermessen des Bischofs oder des Pfarrers oder gar des Papstes ab, sondern zur Heiligen Kommunion kann ich würdig nur gehen, wenn ich nicht imstande einer Todsünde bin. Das Problem ist, dass insgesamt in der Gesellschaft das Bewusstsein von der Sakramentalität, der Ehe, der Bedeutung der Geschlechtlichkeit, der Unauflöslichkeit der Ehe, dass dieses Bewusstsein nicht so deutlich ist, dass auch die einzelnen Menschen davon auch getragen werden. Gewiss gab es immer Schwierigkeiten im Zusammenleben, in den Ehen, aber die waren oft persönlicher Natur. Jetzt ist sozusagen der gesellschaftliche Hintergrund, der ideologische Hintergrund, ist dem christlichen Grundverständnis von Ehe entgegengesetzt. Und davon werden auch viele einzelne Menschen affiziert und werden davon betroffen. Und es ist auch oft das Problem des christlichen Lebens, dass man nicht einfach sagt, ja, ich heirate, weil es jetzt gerade mal mir gefällt, sondern man muss sich auch klar werden, was es bedeutet, dass ich am Altar zu einer anderen Person voll und ganz ja sage. Und auch beim Priestertum ist es ja so, auch dass man auch für sein ganzes Leben diese Entscheidung trifft. Und das ist etwas, was uns heutigen Menschen im Allgemeinen schwerfällt, eine Entscheidung das ganze Leben durchzutragen. Und das ist eigentlich nur möglich mit Hilfe der Gnade Gottes, dass wir auch uns wechselseitig vergeben, dass wir einen Neuanfang möglich machen, dass wir uns damit abfinden und das Einsehen, dass der andere Mensch nicht vollkommen
sein kann und dass wir immer dann auch mal auf die Grenzen stoßen, auch eines geliebten Menschen. Die Eltern müssen es oft erleben, dass die Kinder nicht so geraten und sich so entwickeln, wie sie sich das gerne vorstellen, und trotzdem können sie ihre eigenen Kinder nicht verstoßen. Und hier müssen wir mit den Grenzen unseres menschlichen Daseins auch lernen, umzugehen. Und das ist eine sehr schöne Parallele mit den Kindern. Jedenfalls haben die slowakischen Bischöfe meines Erachtens machen es richtig, dass sie nicht sagen, sie haben ja gar nicht die Vollmacht dazu, die Eucharistie einfach zu sagen, jeder nach unserer Vorstellung kann jeder zur Kommunion gehen nach seinem eigenen Gusto. Nein, wir müssen in unserem Leben so uns verhalten, dass wir nicht im Stande einer Todsünde sind. Und deshalb ist, glaube ich, in konkreten, schwierigen Situationen ist ja die Möglichkeit auch zu prüfen, ob die Ehe von Anfang an gültig war, ob alle diese Voraussetzungen gegeben sind. Aber dann, wenn sie gültig war, kann es keine zweite Ehe geben, solange der wahre und gültige Ehepartner noch lebt. Das heißt nicht, wenn Leute dann nicht zusammen leben. Im Ehepaar gibt es die Trennung von Tisch und Bett. Dann kann man natürlich zur Kommunion gehen, wenn man auch sonst an dem Stande der Gnade ist, also nicht sich einer schweren Sünde schuldig gemacht hat oder einer schweren Sünde sich bewusst ist. Ich kann ja nicht auf der einen Seite gegen die Gebote Christi handeln und dann mit Christus in der Heiligen Kommunion mich vollkommen vereinen. Das ist eben nicht möglich. Die Heilige Kommunion ist ja nicht einfach ein schöner Ritus, der mich psychologisch jetzt irgendwie mit dem Gefühl erfüllt, ja, ich gehöre auch dazu und es ist alles gerechtfertigt, was ich mache. Wir müssen ja mit großer Demut an den Altar treten, an die Kommunionbank, die Heilige Kommunion empfangen. Wir sind nicht von uns aus würdig, aber wir müssen zumindest das Bewusstsein haben und es wissen, dass wir nicht in einer schweren Sünde leben, die wir noch nicht bereut haben und die wir noch nicht im Sakrament der Buße, für die wir noch nicht die Vergebung erlangt haben. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie haben Sie die Kontroverse rund um Pachamama im Vatikan gesehen? Wurde es hinreichend klar kommuniziert, dass wir als Christen die Erde nicht als Göttin verehren, sondern dem einen wahren Gott für alle Geschöpfe danken wollen? Ja, ich habe mich ja kritisch dazu geäußert. Ich war ja oft in Südamerika und kenne schon diesen Gedanken, diese Mythen von der Pachamama, die dort bei noch vielen im Volksbewusstsein sind. Bei uns in Europa gibt es ja auch abergläubische Vorstellungen. Aber es ist ganz klar, dass Gott die Erde und die Sterne und das Weltall geschaffen hat und dass deshalb die ganze geschöpfliche Wirklichkeit nicht göttlich ist, nicht gotthaft ist. Wir verehren niemanden außer dem einen und wahren Gott, hat Jesus gesagt, als der Teufel versuchen wollte. Der sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, allein anbeten, dich allein vor ihm niederwerfen und ihm allein dienen. Christus ist der Sohn Gottes, deshalb der Mensch geworden ist, deshalb verehren wir ihn. Aber unsere Verehrung für Christus geht von seiner Menschheit auf seine Gottheit über. Wir beten ihn in seiner Person an. Man wollte den Menschen im Amazonas, die eigentlich gar nicht die Pachamama haben, das ist eigentlich so eine Berggöttin, die kommt aus den Anden, diese Vorstellung. Und ist auch nicht klar, es ist ja eine mythische Vorstellung, das schwankt hin und her. Jeder hat ein bisschen andere Vorstellungen von den einzelnen Ländern, das ist ganz
ganz verschieden. Und deshalb habe ich es völlig für verfehlt angesehen und falsch angesehen, dass man sozusagen eine Anerkennung der Menschen in ihrer eigenen Kultur auf diese Art und Weise vollzieht. Anerkennung von Menschen in ihrer Kultur, die ja damals auch Opfer des Kolonialismus waren, geschieht so, wie Gott sie anerkennt, nämlich in ihrer Menschenwürde, dass sie Personen sind vor Gott. Und die Kultur der Menschen müssen wir unterschiedlich betrachten. Manche sagen ja, in China, die kennen das gar nicht mit der Menschenwürde. China hat eine Hochkultur. Aber Herr Kardinal. Dass man nicht jeden Menschen als Person ansieht, das ist kein Wert. Keine Hochkultur, ja. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich Sie unterbrechen muss, aber wir kommen langsam dem Ende zu. Und dürfte ich Sie noch bitten, zum Schluss uns Gottes Segen zu spenden und auch vielleicht uns eine Botschaft für die Adventszeit mitzugeben. Weil ich glaube, wir brauchen bestimmt alle ein wenig Hoffnung und Ermutigung, jetzt vor allem in diesem Jahr. Also wären wir eben sehr verbunden für einmal Gottes Segen und eine Mini-Message für die Adventszeit. Ja. Adventszeit bereiten wir uns ja vor auf die Ankunft Christi, aber wir stellen uns sozusagen die Erwartungs- und Hoffnungsgemeinschaft der ganzen Menschheit hinein. Was die Propheten Jesaja etwa gesagt haben, die wir jetzt in der Liturgie lesen und das Wort Gottes empfangen, diese Botschaft der Hoffnung, die für die ganze Welt von Israel ausgeht, die ist ja in Jesus Christus, dem Messias, erfüllt worden. Und deshalb sollen wir in unserem persönlichen Leben, aber in unserer Familie, in unserer Pfarrgemeinde, aber auch im ganzen Volk und der ganzen Menschheit unsere Hoffnung ausrichten, und zwar nicht auf ein selbstgemachtes Paradies auf Erden à la Marx oder sonstige amerikanische Supermilliardäre, die auf der Forbes-Liste stehen, auf den ersten Stellen. Unsere Hoffnung können wir allein auf Gott setzen, auf Christus, der bei uns ist im Leben und im Sterben und der uns seine Auferstehung Hoffnung gegeben hat, um dieses irdische Leben zu gestalten, auf dem Pilgerweg gut voranzugehen und das Ziel, die ewige Heimat, immer in Blick zu haben und vor uns zu sehen. Dazu wünsche ich Ihnen alle die Gnade Gottes, die ja von uns auch erbeten werden darf. Wir dürfen um die Gnade Gottes bitten. Mhm. So segne und behüte Sie, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Herr Kardinal, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch. Ich würde liebend gern noch weiter zuhören, aber leider ist die Zeit um. Und ich gebe an meinen Kollegen weiter. Vielen herzlichen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Dieses Video wird auch später im Dezember veröffentlicht auf unserer YouTube-Page. Also können Sie es noch mal nachhören, wenn Sie möchten. Vielen Dank. So. Einen schönen Abend noch und viele Grüße aus der Slowakei. Ja, Grüße zu Ihnen. Dámy a páni, dovolte mi z tohto miesta takisto poďakovať nášmu dnešnému hosťovi. Takisto chcem poďakovať našej moderátorke a všetkým vám, ktorí ste sa zúčastnili tejto diskusie, hoci z pohodlia vašich domovov. Nemôžeme byť spolu, hoci tu na v Košickom štúdiu je nálada a atmosféra veľmi príjemná, pretože sa dostávame do finále Košických Janusových dní. A pritom vás pozývame taktiež byť. O 8. si nás môžete naladiť, kedy spúšťame pre KHD nový a exkluzívny formát KHD Talk Show, ktorá predstaví 8 zaujímavých osobností z Košic alebo z košického regiónu. Ak ste východniarský lokál patriot, je to pre vás povinnosť. A ak nie ste, tak určite ostaňte o to viac, aby ste zistili, že čo sa na východe deje, akí ľudia tu žijú. Začíname o 8. A ak by vás zaujímalo, či si môžete toto podujatie, ktoré práve skončilo nájsť na YouTube, odpovede áno, v priebehu celého adventu, teda celého decembra, budeme postupne zverejňovať všetky záznamy z našich tohtoročných podujatí z KHD a nájdete ich na našej YouTube stránke alebo na našom YouTube kanále. Ak sa prihlásite na odber, tak je takmer isté, že žiadne z nich
nezmeškáte a budete hneď ako prvý upovedomení o tom, že sme tam nahrali nové video. Takisto odporúčam prihlásiť sa na odber nášho newslettera alebo nás sledovať na našich sociálnych sieťach. Takisto sa tam dozviete ako prvý o všetkých veciach, ktoré chystáme. Jednou z nich sú napríklad podcasty a už čoskoro spustíme podcast Hanusove dni, kde sa dostanete k výberu toho najlepšieho, čo sme počas histórie bratislavských aj košických Hanusových dní mohli spolu zažiť a budete môcť v audio forme počúvať výber tých najlepších podujatí s najlepšími speakrami. Chceme zo srdca poďakovať na tomto mieste našim partnerom, podporovateľom a sponzorom. Našimi partnermi sú Opatstvo radu premonštrátov, Lesy Jasov, Rehoľa Dominikánov, KC Veritas, luxusné hodinky a šperky Maskaľ, nadácia Slovakia Kristiana, ACN Slovensko, pomoc trpiacej cirkvi a mesto Košice. Rovnako ďakujeme našim mediálnym partnerom, portálu Slovo Plus, týždenníku Týždeň, Rádiu Mária, Rádiu Lumen, denníku Štandard, portálu Nové Mesto, Rádiu Devín, Rádiu Regina a portálu Bezhraničná.sk. Ďakujeme aj našim mnohým podporovateľom, ktorých je naozaj neúrekom a ja chcem na tejto chvíli vymenovať aspoň niektorých z nich. Citizen Go, Fórum kresťanských inštitúcií, Kvetinárstvo Kvet a iniciatíva 40 dní za život. Ďakujeme rovnako aj všetkým ostatným. A naša hlavná vďaka ide našim hlavným partnerom, teda Fondu na podporu umenia a Košickému samosprávnemu kraju, ktoré financovali zo svojich zdrojov aj naše podujatie. Našim hlavným mediálnym partnerom je konzervatívny denník Postoj a ja svoje ďakovanie všetkým ľuďom, ktorí umožnili náš festival tento rok, zakončím poďakovaním vám, milí diváci. Sme veľmi radi a veľmi v úcte a radosti, že ste sa rozhodli podporiť nás kúpou virtuálnych vstupeniek na podujatia, ktoré sú za normálnych okolností zadarmo, pretože festival streamujeme bez poplatku, bez vstupného, aby sa mohol dostať naozaj ku každému. O to viac si ceníme vašu štedrosť a vašu ochotu zapojiť sa a vstúpiť s nami do organizácie tohto festivalu Košických Hanusových dní ako naši partneri. Ak veríte našej vízii, ak sa vám páči to, čo robíme, tak nás prosím podporte, ako som už povedal, kúpou virtuálnej vstupenky alebo darom v ľubovoľnej hodnote pomocou QR kódu alebo čísla účtu, ktoré vidíte práve v tejto chvíli na svojich obrazovkách. V SLH hovoríme, že človek môže zmeniť svet, ale nemôže to urobiť sám, tak sme veľmi nadšení z toho, že sa spájame v tomto diele a môžeme spolu stať v tom, aby sme našej krajine prinášali a prezentovali hodnoty, ktorým veríme a ktoré myslíme, že môžu prispieť k zmene našej krajiny. Každý z vás, ktorý nás podporí sumou vyššou ako 5 eur, tak dostáva zľavu ako malé poďakovanie, zľavu 10%, teda, pardon, zľavu 15%, akciou sme to dneska v nedeľu zvýšili, zľavu 15% na novú knihu vydavateľstva Postoj, rozhovory s profesorom Krčmérim. A ak nám do poznámky pri vašom dare uvedete aj e-mail, tak nám trošku zjednodušíte párovanie vašej platby s vašim e-mailom a budeme vám schopní tento kód na túto zľavu poslať skôr. Samozrejme, to budeme schopní urobiť aj pre všetkých, ktorých nám mail do poznámky nedajú, ale ak nám chcete uľahčiť prácu, tak môžete urobiť aj to. Priatelia, aby som to nenaťahoval, o 8. o malú chvíľu finišujeme náš festival s novým formátom KHD Talk Show. Uvidíte 8 zaujímavých ľudí, z ktorých sú aj dvaja hudobní hostia, takže sa môžete tešiť aj na tento spôsob kultúrneho vyžitia. Ja sa na to veľmi teším. Prosím, ostaňte s nami. Kratučko po 8. sa vidíme na poslednom podujatí alebo poslednej diskusii, ktorá bude talk show našich 5. Košických Hanusových dní. Ostaňte s nami. Zatiaľ dovidenia.